lasst gerne ein Abo da. Ist jetzt anscheinend, wenn ich das sage, 50% der Leute, die meine Videos gucken, haben mich noch nicht abonniert. Da frage ich mich, warum ist das nicht so? Deshalb, falls du noch nicht gemacht hast, lasst gerne ein Abo da. Ich würde mich freuen. Heute, wie schon gesagt, ein ASMR-Experiment. Ein ASMR-Experiment kann die Banane dich zum Einschlafen bringen. Das ist das, was wir heute herausfinden möchten. Deshalb mach es dir bequem. Lehn dich zurück. Entspann dich. Falls du magst, schließ auch gerne deine Augen. Und lass die Banane für dich der Weg sein, der dich heute ins Traumland bringt. So, ich würde sagen, wir beginnen erstmal damit, uns eine Banane auszusuchen. Die Frage ist, welche nehmen wir? Die eine oder die andere? Welche klingt denn besser? Lass uns die Bananen mal voneinander trennen. Okay. Sagen, es ist die, die die besseren Geräusche macht. Natürlich nur leicht. Aber ja, ich hoffe, das ist auch deine Meinung. Dann lasst uns beginnen. Würde jetzt wahrscheinlich ein Experiment machen, in dem er eine Reihenfolge setzt, wie zum Beispiel und diese dann irgendwann ganz random, ganz zufällig bricht. Und falls du nicht weißt, was ich meine, das ist kein Problem. Du wirst es gleich sehen. Schon ist die Reihenfolge gebrochen. Okay.
andere Seite der Banane auch Geräusche macht, die schön entspannt sind und dich beim Einschlafen begleiten. Ja, das tut sie. Zurück zu dem Stamm-Sounds. Einmal im linken Ohr, auf der linken Seite. Zur rechten Seite. Zur rechten Seite. Öffne. Auch sehr lecker schmeckt. So, ich würde sagen, es ist Zeit, der Banane eine Kostprobe zu geben. Menschen im Internet, die so Bananen nicht essen möchten, da es auf eine gewisse Weise anders interpretiert werden kann. Deswegen isst man anscheinend im Internet Bananen so. Sie mundet. Die Banane. Sie mundet. Die Banane.
Ich hoffe, die Banane hat dir geholfen, in welchem Weg auch immer, bei welchem Ziel auch immer. Und ja, wenn es dir gefallen hat, lass mich das gerne mit einem Daumen nach oben und einem Kommentar wissen. Ich bin auf jeden Fall offen für weitere Experimente. Vielleicht hast du auch einen Experimentvorschlag. Schreib's mir in die Kommentare und ich werde eine Anfrage ans Labor stellen, ob das auch wirklich möglich ist. Lass mir auch gerne eine Analyse deiner Auffassung des Experiments in den Kommentaren da. Und somit verabschiede ich mich und wünsche eine